Hallo, ich bin Svenja Peper und heute erzähle ich euch was über die Leute, die mich begleiten, mein Team. Hauptsächlich meine Mama und mein Papa natürlich. Also ohne die wäre das alles überhaupt nicht möglich. Meine Mama, die für die ganze Organisation, sage ich mal, zuständig ist, dass das überhaupt alles so ablaufen kann. Und Papa eigentlich auch. Er hat auch immer eine Vorbildfunktion für mich. Der war immer der Springreiter und ich wollte natürlich, habe immer zu ihm aufgesehen, habe gesagt, okay, ich möchte auch Springreiterin werden. Das findet man natürlich immer super, auch als Kind. Und dann, ja, er ist heute noch ein Vorbild für mich und auch heute reden wir immer über alles. Der macht mit mir zusammen meine Pläne und der gibt mir Tipps, der gibt mir Reitunterricht. Das klappt natürlich mal mehr, mal weniger. Er ist dann auch der Springreiter, aber er hat wirklich sehr viel Ahnung vom Pferd. Er erkennt ein Pferd. Und das hat mir für mein Leben und für mein Reitleben auch total viel gebracht. Ja, natürlich mein Freund Jan, der unter der Woche in Frankfurt wohnt, aber eigentlich versucht an den Wochenenden mich wirklich fast auf jedem Turnier zu unterstützen. Das ist natürlich auch nicht immer leicht, vor allem weil er eigentlich überhaupt nichts mit Pferden zu tun hat. Er ist da jetzt irgendwie erst so reingewachsen mit uns, aber ihm macht das total viel Spaß und der macht das total gern. Natürlich hier unsere Lieben bei uns im Stall, Natascha und Julian, die wirklich tagtäglich alles für die Pferde geben und machen und die wirklich so umkümmern und sich da so bemühen, dass es denen wirklich so gut geht. Und auch wenn ich dann mal nicht da bin oder mal keine Zeit habe oder auch mal guten Gewissens in Urlaub fahren kann, weiß ich, dass hier welche sind, die sich wirklich total gut darum kümmern. Ohne die wäre das alles überhaupt nicht möglich. Es ist ja so, wir sind häufig ab Mittwoch, ab Donnerstag auf Turnier und ich habe ja dann nicht nur ein Pferd, dann muss es zu Hause weitergehen. Wir haben hier einen Stall. Wenn meine Mama dann mit ist oder mein Papa, müssen natürlich auch die Pferde, die hier zu Hause sind, die müssen auch bewegt werden und können nicht zu Hause stehen und es passiert nichts. Also, dass wirklich der Ablauf irgendwie weitergeht. Und da braucht man echt Leute, auf die man sich wirklich hundertprozentig verlassen kann, denen man vertrauen kann und die wirklich ja, das machen und versuchen zu machen, was man wirklich dann auch möchte und dass das so klappt und weiterläuft. Wir zeigen unserem Team Dankbarkeit, indem wir natürlich gute Leistungen meistens hoffentlich mit nach Hause bringen. Und natürlich auch so, also ich versuche so viel wie möglich auch denen mal zu helfen. Ich bin eigentlich jemand, die nichts gerne machen lässt. Also alles, was so um meine Pferde geht, versuche ich eigentlich immer selber zu machen, dass ich die wirklich selber putze, selber raushole und so weiter. Klar, es gibt Tage, wo es wirklich nicht anders geht, dann helfen sie mir schon. Aber eigentlich bin ich da so, dass das meistens Mama und ich alleine machen und das klappt eigentlich so ganz gut. Ja, Erfolg, der ist mir wichtig, aber es steht nicht jetzt über allem. Also ich versuche es wirklich, die Basis oder das, was ich schaffen kann, das versuche ich wirklich so zu machen, wie es am besten geht und nicht irgendwie über meine Fähigkeiten das Ganze zu probieren oder anzusetzen. Dass man wirklich Sachen sich vornimmt, die man schaffen kann. Dieses Jahr ist zum Beispiel das Ziel, Deutsche Meisterschaft bei den Senioren in Balve zu reiten. Ich hoffe, dass ich das irgendwie schaffen kann. Und dann ja, hoffe ich noch weiter auf viele Meisterschaften und vielleicht geht es auch noch weiter. Wir hoffen und arbeiten daran, dass das klappt.